Hallo YouTube und Internet und willkommen zum Bus-Simulator 16. Ja, wir schauen nochmal rein. Ich hoffe, er liegt jetzt da, wo wir aufgehört haben. Könnte aber sein, dass er nicht gespeichert hat. Das ist wobei jetzt keine große Sache. Das heißt, wir würden in der Werkstatt nochmal starten und ja, steigen den Bus ein und so weiter. Vielleicht gar Knöpfe nicht. Durch. Der Ladebalken ist zumindest am Ende. Doch. Also ich hab aktuell, freue mich echt auf das Spiel, macht Spaß und bin gespannt, was da noch so kommt. So, tja, hat leider nicht gespeichert, aber das macht nichts. Wir gehen ganz schnell rein ins Spiel und legen mal los. Schön ist, dass man dann hier halt keine Ladezeiten hat, ne? So, nehmen wir nochmal einen Kaffee. Ach, so fährt es gleich viel leichter. Also diesmal machen wir es anders. Ich mache diesmal das Tor zuerst auf. Das macht, glaube ich, auch Sinn. Und das Coole ist, wenn du einfach mal keinen Bock hast auf Busfahren, kannst du auch hier in der Stadt spazieren gehen. Macht keinen Sinn, aber man könnte es halt, ne? So, dann mal aufmachen, also mit diesem Rechtsklick, das finde ich klasse. Ne? Rechtsklick und dann kannst du halt auswählen die Tasten. Kann ich schon wieder zumachen. Auch schön. So, mit C setzen wir uns hin. Der Ledersessel hat geknurrt. So, Schlüssel. Dreimal. Zwei. Drei. Der Bus läuft. So, dann einmal die Handbremse lösen. Machen wir mal die Kassenbeleuchtung. Führerscheinsbeleuchtung brauche ich nicht. So. Haben wir hier noch was? Das ist wahrscheinlich das andere Tor noch, ne? Gut. Muss ich da nicht wieder zumachen? Keine Ahnung. Man kann auch hier diese. Oder muss ich vielleicht sogar schalten? Ist es neutral? Mal auf die Heizung. Können wir es noch so lassen? Wir machen mal das Radio an. Zum anderen Sender. Nö, nur an und aus. Okay. Ich habe alles. Dann fahren wir mal raus. Soll ich pünktlich ankommen? Jetzt mal rechts rum. Ich aus Versehen auf die Map gedrückt, ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Okay. Wo ich schon gespannt bin, es sollen ja auch so Dinge passieren irgendwie, ne? Dann mal erstmal anhalten. Reden wir gleich weiter. So, einmal bitte absenken, Haltebremse. Stiftgasse. Türen auf. Hallo? Können Sie mir eine normale Fahrkarte für den Rest der Woche geben? Ja klar. Rest der Woche, normale Fahrkarte. Bitteschön, macht 35 Euro. Wie gibt er mir jetzt? Wie sind das? Ne, er hat mir 35 gegeben, achso. 33, ja, dann kriegst du zwei wieder, ne? Vielen Dank. Ja, da nicht für. Ich finde die Musik ein bisschen laut. Ich schau mal ganz kurz rein ins Audio. So, das reicht, ne? Ich möchte mal wissen, was für Musik es hier gibt. So, und wir fahren natürlich jetzt weiter. So, Blinker setzen. So. Nächster Halt, St. Pauluskirche. Noch sind wir gut in der Zeit. Ja, schön ist halt auch, dass das Dinge kaputt gehen können, wie dass die Tür mal klemmt oder sich irgendwelche Fahrgäste wohl aufregen, die man dann beruhigen muss. Da bin ich mal gespannt, wie das dann vonstatten geht. Mit der Tür, das haben wir ja schon gesehen in der letzten Folge. Okay, ich habe ein Haltesignal.
habe ich denn jetzt geritten? Mist. Das war ein Unfall. Habe ich jetzt in ein Auto gecrashed? Meine, gut, der Bordstein, das war nicht so gut. Aber es fällt mir auch noch ein bisschen schwer. Ich kann den Wagen noch nicht so ganz einschätzen. Vielleicht soll ich dann später nochmal von außen gucken. Komm so rein. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Ja, was darf es denn sein? Sommer Senior. So, warten Sie mal. Einzelfahrt, okay. 2,80 bitte. So. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Ich brauche eine Fahrkarte. Einmal normal Einzelfahrt. Dann bekomme ich 2,20. Hallo? Achso, Entschuldigung. 2,20. 2,50. Dankeschön. Danke, mein Lieber. Genau. No. Mann, als Busfahrer kommst du echt gut an. So, dann geht's weiter. Bitte festhalten. Wer hat die Bremse angezogen? Ist der Bus noch abgesenkt? Ich hab da doch drauf gedrückt. Nächster Halt, Goethestraße West. Ja, kann immer passieren. Sind ja noch neu. Okay, wir müssen rechts rum. Und dann Haltewunsch. Vorsichtig. Also ich... Boah, das ist echt schwierig, finde ich. Also jetzt mal so von der Umgewöhnung her. Das ist ja gut, weil er... Vorne ist er ja länger, ne, denke ich mal. Also vom Radstand her und ja, also, das wird schon noch. Das wird schon noch. Wir werden schon noch ein guter Busfahrer, oder? Bin ich immer später auch Angestellte. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön! Also erst verzögern und dann, aber ja gut, er wollte wahrscheinlich nur den drüben rüberlassen, ne, denke ich mal. Zum Fall. Plan! Habt ihr das gesehen? Aber cool, dass die dann auch ausscheren und überholen. Finde ich gut. Also aktuell bietet es mir mehr, als ich dachte. Nee, absenken und. Muss ich überhaupt jedes Mal absenken? Goethestraße West. Weiß ich auch nicht. Wollen Sie mitfahren? Dann sollten Sie mal Ihr Handy. Muss nochmal diese Action-Kamera hin. Ja, doch, es kommt da. Okay. Dann geht's weiter. So. Ich bin ein bisschen irritiert, dass der von dem Blinker nur ausbekommt, wenn man die gegenüberliegende Taste wieder nimmt. Also wenn du jetzt links blinkst, musst du mit rechts halt ausmachen. Straße. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Genau. Dann haben wir auch die erste Tour schon hinter uns. Ich meine, ich hätte das eh gehalten, bevor es gar nicht mehr zu klingeln. So. Blaue Straße. Ja, ich könnte noch ein bisschen besser dran fahren. Ne? Du hast dann die letzte Haltestelle erreicht. Drücke Eingang, um die Fahrt zu beenden oder fahre zurück zur Garage und parke den Bus. Ich würde jetzt zurückfahren. Finde ich zurück? Doch. Da wird mir sogar angezeigt. Und dann machen wir das doch. So, Türen sind zu. Oder? Ich denke mal, es ist so in eurem Sinne, dass ich jetzt nicht halt Blinker aus. Ja, ist glaube ich auch nicht weit. Und dann müssen wir mal gucken, was als nächstes ansteht auf unserer To-Do-Liste. Ich glaube, wir müssen da noch ein Streckenstück hinzufügen.
packen. Ich glaube, ich muss hier rein. Ja, die Musik. Weiß ich auch noch nicht. Sorry. Ich glaube, unser Bus ist bald Schrott. Das ist, weil er die Räder so weit hinten sind und dann hast du halt immer... Deswegen fahre ich mal ganz kurz vom Außen vielleicht mal. Um einfach mal zu gucken, wie er so reagiert, gerade wenn man in die Kurve fährt. Ich glaube, ich mache das Radio aus der Tür. So. Wenn wir uns unterhalten wollen, dann... Gerade kommen. Ach, und den Spiegel muss ich auch noch... Okay. Ja gut, wenn du so guckst. Ich meine, er kann sich hier vorne hier noch rüberschieben, ne, die ganze Ecke, und dann... Das muss ich auch ausnutzen, ansonsten komme ich damit mit dem Arsch nicht rum. Okay. So. So wieder rechts. Das würde ich jetzt nicht jedes Mal machen, also. Schön ist es auch, dass er mir das immer noch anbietet. Dass er sagt, hey, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, dann drück doch die Einstellung. Hä? Ich hole doch immer schon so aus. Mann. Mist. Bin ich da jetzt drüber gefahren? Wollen unser Bus jetzt schon mal gut, dass der gebraucht war. So, da sind wir zu Hause. Garage ist noch offen. Also über die Bordstand, das finde ich auch noch so ein bisschen, weiß nicht, müsste vielleicht noch so ein bisschen angepasst werden. So, pass auf. Die Mutter ausmachen muss ich hier machen, ne? Okay, dann ziehen wir mal die Handbremse, ist aktiviert. Und ich mach's nochmal aus. Zündung aus. So, Licht aus. Und die Tür mal auf. Gut. Oh, okay. Der Durst nach der Wahrheit, okay. Hier gibt es ja einen Rang, Topverdiener. Boah. Simofoy hat 70.000, der Ösi 114.000. Ja, ich hol noch auf, oder? Okay. Kann man es ja messen mit den Burning Gamers. Mal gucken, wo die dann stehen. So. Hier gibt es sogar IP, oder was? Oh, ist mal ein bisschen was freigeschaltet. Okay, das ist natürlich auch motivierend. Neue Busfarben. Und Busaufkleber. Und eine neue Fahrerin. Okay. So, ich soll jetzt mal hier drücken. Busse kaufen und anpassen. Zum Anpassen bitte hier klicken. Okay. Das ist hier unser Bus, den wir jetzt haben, ne? Und was kann ich jetzt machen?